Mit diesen nach wie vor sommerlichen Aussichten verabschieden wir uns von den Zusehern auf Dreisat. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Kulturmontag, präsentiert von Clarissa Stadler. Wir richten den Blick heute in die Zukunft und fragen nach neuen Lebenskonzepten und visionären Ideen. Wie sehen sie aus, die Utopien für eine bessere Welt? Wir berichten von Menschen, die schon damit begonnen haben, utopische Projekte zu verwirklichen. Und wir blicken zurück auf einen aufregenden Festspielsommer in Salzburg und den Beginn einer neuen künstlerischen Ära. In einer neuen Ausgabe unseres Magazins Lesart sind heute die Schauspielerin Christiane von Pöllnitz und der Schriftsteller Ferdinand Schmatz zu Gast. Bis gleich. Danke, Clarissa Stadler. Das jetzt also im Kulturmontag und die nächsten aktuellen Nachrichten dann in der ZIP 24 heute um 20 Minuten vor Mitternacht in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.